White Russians, kauft unser Merchandise. Heute im Angebot ein absolut weißes, unbeschriebenes T-Shirt mit einem original Kalua-Fleck. Oder den absolut Foxy Lady Approved Buttplug in 5 verschiedenen Farben und Formen. Ja, okay, das tat selbst mir weh. Nee, mach ich nicht nochmal. Wir sind immer noch in der Lag-Aufnahme und ich hab's immer noch nicht ordentlich hinbekommen, es wegzumachen. Ging halt nicht anders. Letzte Folge drehte sich hauptsächlich mal alles um Billie. Also sie hat endlich die Rolle einnehmen können, die ihr gebührt, nämlich die im Mittelpunkt. Hauptsächlich die medizinische Versorgung und Drogen. Also, ja, und ihre unbegründete Angst, Vali von der Geschichte zu erzählen, wo es eigentlich ihre beste Freundin ist. Aber naja, gut. Ja. Am Ende noch das obligatorische Gespräch mit Professor Dr. Nikola Ivanovich. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal irgendwann erwähnt haben könnte, dass ich diesen Namen liebe. Also ich liebe diesen Namen. Das, ja, genau. Musste ich jetzt, hätte ja sein können, das ist noch nie viel. Deswegen musste das jetzt sein. Und man sieht ja auch, dass Mahina sich sehr gut auch mit diesem Herrn versteht und verstehen wird. Jetzt geht's weiter. Und es ist eine etwas kürzere Folge, aber da kann ich mich ja nochmal am Outro auslassen. Ja, ich nochmal, der Düs ist immer noch weg, habt da Pech gehabt, mir nur egal. Dann kann Billian auch noch irgendwas, wenn du noch was mit Valeria besprechen willst oder so die Tage, oder wenn du deine AR-Party wirklich machen willst oder irgendwas. Die AR-Party. Ja, die AR-Party, Alter. Die beide können ja nicht zu mir kommen und dann kreiere ich auf meinem Host zu Hause ein AR beziehungsweise VR dann gedöst. Aber dann ist, also ich denke mal, du musst du noch mehr Leute einladen eigentlich zu der Party? Ja, klar. Cool. Dann also AR only und niemand bei dir quasi. Ja, weil ich kann ja nicht raus. Ich meine, die Mädels können ja nicht zu mir, die beiden. Ja, nee, ich meine aber auch, da könnten ja andere Leute könnten ja zu dir, aber das ist ja dann blöd, wenn ein paar AR da sind und ein paar nicht. Ja, wenn die auch AR dann gehen, kriegen die das doch mit, das ist doch okay. Ja, genau, deswegen, das wollte ich wissen. Also das geht schon, dass da noch Leute zum Beispiel zu Hause da wären. Also wenn Valeria dann kommt mit Boris zum Beispiel und... Ja, aber es wäre doch viel stylischer, wenn dann alle Eier wären, oder? Okay, dann gehen alle Eier, ja. Nee, ich frag dich, wie du das möchtest. Bloß deine Bude ist auch unendlich groß. Genau, erstens das und zweitens ist ja Billin kein guter Gastgeber momentan, wegen nichts anbieten können. Und ich wollte mir jetzt keinen Butler zulegen für die... Zukunft. Also wenn Sanja da auftaucht und hier Dr. Ivanovic natürlich nicht, aber Sanja, Valeria und der Boris, dann ist das schon cool. Klar. Eventuell noch Felix, WB. Was, WB? WB, ja, willkommen zurück, welcome back, WB. Die ist wieder da? Ich habe nicht mitbekommen. Gesagt. Hallo, WB. Entschuldigung, der musste ja auch mal sein. Okay, hast dann geht's los, Kinder. Gerade affig nachgemacht oder warst du Arsch? Nein. Nicht, dass er Billy absticht, ihr in die Fresse haut. Keine Ahnung, was du noch alles mit ihr angestellt hast. Ach ja, Jojo mich verschlagen lässt. Habe ich was Jojo vergessen? Jojo zerstört. Genau, Jojo zerstört. Was fällt dir eigentlich ein, du dreckiger? Wie er überlegt hat. Musste ich jetzt einfach mal so und jetzt kannst du losgehen. Pass auf, ich mach deine Bank dicht. Mach doch. Und ja. Also, Billy ist nach Hause gefahren und hat sich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen gedröhnt, damit sie schlafen kann. Und dann ist er aufgewacht, hat ihre Verbände gewechselt und wird jetzt dann halt die nächsten Tage komplett down. Time haben. Ich weiß nicht, Spielleiter, wie lange du sagst, dass ich für die komplette Heilung brauche, bis ich wieder normal gehen kann. 2 Wochen oder so irgendwas, schätze ich mal. Insgesamt mindestens. Wahrscheinlich, also bis du wieder normal laufen kannst, werden insgesamt vermutlich 2 Wochen vergehen und bis du wieder komplett heile bist, vermutlich 3 oder sowas. Also würde ich jetzt schätzen. Ja, klingt für mich akzeptabel. Ich weiß nicht, letzten Endes muss der Spielleiter entscheiden. Das wäre meine Einschätzung der Situation. Also bist leck, du ganz... leck, leck, leck. Na, jetzt noch 2 Wochen quasi, dann bist du wieder topfit. Lass mal lieber 3 Wochen ins Land gehen, schätze ich. Also jetzt. Na, aber 3 Wochen waren es ja insgesamt, von daher passt das doch wieder. Achso, ja, okay, gut, akzeptiere ich. Die ist ja so sensibel, von daher passt 3 Wochen, bis sie wieder Schmerzen hat. Na, die wird jetzt noch die nächsten... Schon.
Die wird jetzt noch die nächsten Wochen großartig rumheulen. Wann immer sich das Wetter ändert, wird sie sagen, ah, meine Milzenape. Das Wetter ändert sich wieder, Kinder. Ich spüre es in meiner Milz. Da, Ich spüre es in meiner Milz vor allen so. Okay, alles klar, also 3 Wochen. So könnt ihr es ja schon mal direkt, da könnt ihr euch darauf einstellen, dass jedes Mal, wenn irgendwie was ist, wenn es anfängt zu regnen, kurz bevor es anfängt zu regnen, sagt er, oh, warte, hier, meine Milz tut weh. Nicht nur das, es wird vermutlich dann auch noch so sein, dass sie irgendwie alle Dinge, auf die sie keinen Bock hat, dann wird sie Ja. sagen, oh, ich kann gerade nicht, meine Meine Milz Milz? schmerzt so sehr. Genau. Also das ist bewusst, ne? Also da Ich werden die wollte ja nur schon eine Ausrede anstrengen. liefern, ich bin ein guter Spielleiter. Ja. Gut. Und was in der Zwischenzeit passiert, kommt jetzt. Ja, ich denke mal, dass Mahina dann vom Krankenhaus wieder zurückgefahren ist, das Auto in den Garagen geparkt hat, um dann wieder in die Wohnung zu traben. Ja, also beim Weg laufen werden sie sich vermutlich eher, wenn Mahina auf der Arbeit ist oder sowas, weil Jojo da wohnt. Aber Ja, wenn wohin du zum 2 Tage Fernlicht? später von der Arbeit kommst, die du erledigt hast, das ist sehr spät in der Nacht ja immer, ne? Also so irgendwann gegen 1 Uhr siehst du Jojo und Guso, und bitte korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber eigentlich war das ja der Plan, an sehr merkwürdigen Dingen schrauben, die aussehen wie Wannen mit Rädern. Na, es sollten doch diese Fahrradanhänger-Dingsbums Ach, sind ja werden. Fahrradanhänger. Es sind Fahrradanhänger, modifiziert mit Kühlerhaubenfiguren, die nicht zu identifizieren sind und schön bemalt. Okay. Ja, mal so aus der Entfernung, wenn ich einen Blick darauf erhaschen kann, beobachten, so während meiner letzten Arbeitszeit. Und wenn ich dann nach Hause gehe, Doch, ich glaube, ich steuere doch auf die beiden zu. Freundlich lächelnd. Guten Abend. Hi. Ihr seid ja noch so spät so Bumbalapeng. fleißig. Das ist das neueste Projekt. Sag mal, bist du eine Hure? Entschuldige bitte. Bist du eine Hure? Nein. Okay, schade. Ich meine, du hättest eh nicht so richtig ins Bild gepasst, aber ich hätte dich vielleicht noch irgendwie schön anmalen können, wäre es gegangen. Aber okay, dann, wenn du keine bist, dann gehe ich noch mal ein bisschen Werkzeug holen. Ich brauche das jetzt gleich. Unterm Tisch da diese Dings, ne, Kiste. Ja. Gut. Meiner guckt Guso völlig irritiert hinterher. Verstehst du, was er gerade meinte? Ja. Wie kommt er darauf, dass ich eine Hure bin? Er hat dich nur gefragt, ob du eine bist, weil er dich dann hätte einspannen können. Da du keine bist, kann er dich nicht einspannen und gut. Okay. Wie geht's dir? Gut. Warum soll es mir schlecht gehen? Weil ich glaube, dass uns das alle ziemlich mitgenommen hat und ich wollte nur, dass du weißt, dass dieser Gegenstand eine wirklich böse, mächtige Magie innehatte und das warst nicht du. Und inwiefern ist das jetzt wichtig? Sie zuckt so ein bisschen verlegen die Schultern. Ich weiß nicht, dachte, du solltest das einfach nur wissen. Ach so? Hältst du mich für so blöd, dass ich das nicht auch selbst hinkriege, oder was? Sie guckt einen kurzen Augenblick überrascht, fängt sich dann aber wieder. Nee, es hat mit Blödheit nichts zu tun, aber es ist nicht jeder so bewandert in dem Wissen über Magie und über die Mächte, die sowas innehält und was es so auslösen kann. Ich wollte dir damit nicht zu nahe treten, es tut mir leid. Passt schon. Und sonst so? Sie zuckt so ein bisschen die Schultern. Naja, geht so. Aber ich denke, wenn die Mondin mich nicht geschützt hätte, hätte es mich sehr viel mehr mitgenommen, wenn es mir passiert wäre. Das ist ein beschissenes Gefühl, wenn irgendjemand Macht über einen hat und einen steuert, ohne dass man darauf Einfluss hat. Du scheinst da ja Ahnung zu haben. Sie nickt und zuckt gleichzeitig mit den Schultern. Ja, ein bisschen. Ja, schon ein bisschen. Na, erzähl doch mal, wie das so ist. Wenn einem jemand im Kopf rumspukt. Na, erzähl, los. Ich selber kann sowas nicht. Das ist mächtige Magie, die
Sowas würde ich auch nicht lernen wollen, andere Leute so zu beherrschen ist. Ich dachte, du weißt, wie das ist. Erzähl, wie ist das denn? Wenn andere Leute über einen bestimmen? Nicht wie andere Leute über einen bestimmen. Wenn dir irgendjemand im Kopf rumspuckt, wie ist das? Ziemlich beschissenes Gefühl, wenn man nicht weiß, was er alles gesehen hat. Ziemlich beschissen, wenn man hilflos ist. Und woher weißt du das? Ich habe die Mondin an meiner Seite gehabt, die mich vor diesem Artefakt geschützt hat, aber auch ich habe schon ein wenig erlebt. Na dann. Gehst du jetzt am besten beten? Mahina schluckt, senkt dann den Kopf. Wenn du reden willst, weißt du, wo ich bin. Und dann geht's ihm. Uso kommt wieder. Er stellt das Zeug ab. Girls Talk. Jojo funkelt ihn gerade an. Wild Girls Talk. Miau? Sie guckt gerade zwischen ihm und dann guckt sie, also zu ihm, also schaut ihn gerade an. Schaut dann nochmals kurz zu Mahina. Fickt euch doch alle, fickt euch doch alle! Und geht ins Haus. Soll ich jetzt sagen, Guso fickt sich? Nein, er wird draußen schrauben. Das wäre zu erwarten. Wenn Mahina noch in Hörweite ist, wird sie bei dem Fickt euch doch alle wahrscheinlich zusammengezuckt sein, aber weitergehen. War sie vermutlich, sie war noch nicht weit weg. Jojo hat ein Organ für ihre Größe. Sie hat noch ein Organ. Sie hat alle Organe. Auch eine Milz? Sie hat sogar mehr, als sie braucht. Ja, zum Beispiel eine Milz. Läuft. Und eine Datenbox. Und ein Schloss. Zum Beispiel. Auch ein sehr wichtiges Organ. Jedenfalls nach dem Erachten anderer Leute. Sie erwidert witzig. Doch, es ist schon ein bisschen witzig. Achso, ich denke, wir können dann auch an der Stelle ausblenden, oder? Jo. Gut. Ach Quatsch, können wir nicht. Entschuldigung, AR-Party, Alter. Ich komme doch voll zurecht. Ja, ich weiß nicht, ob die beiden sich nochmal so über den Weg laufen oder sich jetzt von jetzt an komplett ignorieren oder ob irgendwer ein Hissy-Fit bekommt. Ansonsten flattert nach so einer Woche oder so, nachdem Billy zu Hause angekommen ist und immer schön Bericht erstattet, wie ihr Stuhlgang so ist. Ich wollte gerade sagen, Mahina wird mindestens dreimal am Tag bei dir anrufen, fragen, ob alles okay ist. Nicht. Nein, das würde ich nicht sagen. Das war gar nicht übersteuert. Was? Scheiße. Okay, sorry. Nerv nicht. Ist das jetzt besser so? Okay, ich lasse einfach die Zähne zusammen beim Sprechen. Das ist vielleicht viel stylischer. Oh mein Gott. Okay, wie dem auch sei, auf jeden Fall wird bei euch beiden eine AR-Party-Invite einflattern. Auf einem Host, der keine Non-Party-Location oder irgendwas ist. Und ihr seid eingeladen zum Samstagabend AR-Party-Drink-In. Und das Witzige ist, ihr müsst natürlich im Real Life eure, ach wie sagt man gleich wieder, eure Drinks natürlich selbst mischen, aber wer mit SimSense quasi kommen würde, das steht auch in der Einladung dabei, der bekommt einen Billy extra verabreicht, was dann das Hausgetränk quasi ist. Ja, also nicht Mahina, aber das mit dem Nerv nicht, ganz kurz nochmal rein für mich Offplay, war das tatsächlich irgendwann so, dass Billy irgendwann mal Inplay gesagt hat, so hier, du gießt mir gerade echt auf den Sack? Nö, das hat Billy nicht gesagt. Die ist froh, wenn sie natürlich nicht die ganze Zeit irgendwie im VR unterwegs ist und halt sich irgendwelche Sachen einwirft, um die Schmerzen zu lindern, nach einer angemessenen Dosis, liebster SL, also sprich, sie wird sich an die Anweisung vom Dr. Ivanovic halten und nicht übersteuern. Was denn? Du bist so ein Arsch. Ja, du wolltest mir doch garantiert wieder einen reinfahren. Jetzt. Du bist so ein Arsch. Wieso, weil ich dran denk? Nein, Quatsch, ich hätte auch nicht erwartet, dass... Außerdem, ich weiß doch, dass man da viel länger, viel mehr nehmen muss, um wirklich abhängig zu werden. Olga ist da bloß einfach ein bisschen sehr komisch. Billy wird schon da ordentlich sich richtig zudröhnen, das passt schon. Ja, richtig zudröhnen ist nicht die Idee, aber halt ab und zu mal
gut dabei sein, ohne dass man, wie gesagt, die wird sich an die Vorschriften vom Dr. Ivanovic halten, weil sie den halt, wie gesagt, sehr schätzt und dem halt vertraut, was das alles angeht, weil sie weiß ja auch nicht, vielleicht hat das Zeug irgendwelchen Einfluss auf ihre VR-Wahrnehmung und ihre Connection. Weil ich denke mal, das wird so sein, wenn du dir den Geist gehörig zudröhnst mit so Sachen wie Vicodin, dann wird da auch garantiert sowas drunter leiden. Na, du fühlst dich, also ich meine, du nimmst quasi die Zugedröhntheit mit auf die andere Ebene. Das ist nicht immer gut, um da zu verstehen, was da passiert. Und natürlich ist Babel dann unheimlich schwer verständlich. Der babelt eh die ganze Zeit. Nichtsdestotrotz, also ihr werdet zur AR-Party eingeladen. Beide. Mit viel Pompösität. Das heißt, ihr müsst euch natürlich auch, falls nicht vorhanden, entsprechende tolle ARs, also Personas, zulegen. Oh Gott, ich suche mal in den Standards. Finde ich da irgendwie einfach nur als Icon einen Vollmond? Oder ein Mondgesicht wahrscheinlich. Lachendes. Ja, du findest A, das lachende Mondgesicht, und du findest B, den Mann im Mond, also das ist dann ein Sichelmond mit so einem Sandmännchen-ähnlichen Ding drauf. Aber das sind halt Standard-Icons, die sind echt ganz schön Standard. Ja, das ist alles Matrix, das ist mir sowieso irgendwie... Darf ich ganz kurz fragen, meinst du jetzt das Ost- oder das West-Sandmännchen? Er spricht vom Mann im Mond. Oh, shit. Aber wurscht. Ja, ich nehme den Mann im Mond, weil der viel niedlicher ist als Mondgesicht und würde dann mit dem Mann im Mond als Icon auf der AR-Party auftauchen. Okay. Das wäre Gast Nummer 1. Die Technomancerin möchte, dass sich die beiden Charaktere, die eigentlich nicht so viel mit Matrix zu tun haben, angemessene Matrix-Avatare basteln, oder was? Das ist natürlich... Oder runterladen, komm schon. Ja. Ich weiß gar nicht, was Jojo dingst. Hallo? Wahrscheinlich eher irgendwie sowas, wenn es sowas gibt, ist die Frage. Ja, es gibt zumindest irgendwas Ähnliches. Also irgendeinen rumspringenden Ball, der sich... Sie nimmt einen Flummi, einen rumspringenden Flummi. Ja, und der hat zwei bewegliche Hälften, die sich gegeneinander drehend wirbeln, natürlich. Na gut, das passt doch. Dann wird es sowas sein. Ach so, du musst natürlich deine Location jetzt noch übelst geil beschreiben, weil ich annehme, dass das so geil aussieht und so pompös ist und da ja alles möglich ist, kannst du mal hier voll ins Detail gehen, Junge. Warum kriege ich immer so schwere Aufgaben? Weil du die Technomancerin also, bist, da musst du durch. Auf jeden Fall. Es ist quasi, die Eingangshalle ist so wie im alten Ägypten, hätte ich beinahe gesagt. Warum nicht Ägypten-Style? Mag ich, ja. Es ist wie im alten Ägypten mit solchen Statuen, die alle doch sehr stark an Billy erinnern. Bescheidenheit war schon immer eine ihrer größten Tugenden. Absolut, ich meine, natürlich, wenn bescheiden im Duden neben bescheiden steht, nicht das Bild von Billy. Nein, da steht nämlich das von Professor Dr. Nikolai Ivanovic. Ja, der ist ja auch so bescheiden. Also quasi ein Eingang wie im alten Ägypten. Der Host ist auch dreieckig, sprich wie eine Pyramide, eine gleichschenkliche Pyramide angeordnet, die aber natürlich achteckig ist, wie richtige Ägyptologen wissen. Die Pyramiden sind nicht viereckig vom Grundriss her, sondern achteckig. Nicht liegt und so. Richtig, muss natürlich alles sein. Plus, sie hatte ja eine Menge Zeit, um das alles herzustellen. Also ein paar Sachen, weil sie ja auch unter Drogeneinfluss waren, sind ein bisschen sehr abstrus und übergriffen. Und wenn man in den Raum hineinkommt, ist die Wand, die Tapete, also nicht die Tapete, sondern die Wände und die Decke und der Boden quasi komplett mit hier Pelzen ausgelegt. Ne? Muss ja sein. Das heißt, okay. Man bewegt sich dort auch natürlich dann auf Ledercouch-Garnituren zu, die sehr pompös ausgestattet sind. Und es laufen Sprites? Soll ich Sprites sagen? Ich weiß es nicht. Sprites, weiß ich vielleicht nicht. Vielleicht nicht Sprites, aber halt irgendwelche Programme, die servieren, laufen durch die Räumlichkeiten und bieten den Billy Idol Trink an. Der schmeckt salzig im Angang und zieht ein bisschen im Darm. Ich schmecke bitte was?
Mahina will sich eher umgucken, ob sie Billy irgendwo sieht. Ja, klar. Außer in irgendwelchen Statuen, in irgendwelchen Tapeten und so. Auch Ägypter hatten doch, glaube ich, Bröne, oder? Natürlich, die thront, hatte ich ja schon gesagt, auf einem Onyx, kompletten Onyx-Thron. Also sprich aus schwarzem Gestein. Schwarzem Onyx. Gemeißelten, sehr pompösen Thron, und da stehen links und rechts jeweils zwei äußerst gut gebaute, natürlich nur Fake-Programme, junge Herren mit absoluten Traummaß-Bodies, aber Babypenis, und fächeln ihr mit riesigen Schwanenfeder-Fächeln die AR-Luft zu, quasi. Ja, dann kommt jetzt ein kleiner Mann im Mond auf dich zugeschwebt. Du wirst auch angekündigt, es steht natürlich da auch ein Programm rum, was quasi dann auf den Boden pocht mit einem Stab und dich ganz offiziell ankündigt. Und du betrittst quasi dann diese Halle, und Billy thront vor dir. Mahina, sie winkt dir dann auch so zu mit der Hand. Mahina, sie möge dem Thron der Herrin erklimmen. Ja, der Mond schwebt auf dich zu, auf Kopfhöhe. Die ganze Zeit schon. Ra war hier auch noch irgendwo gerade, der Sonnengott. Also ich weiß nicht, ob du dich von dem fernhalten musst. Die Sonne und der Mond sind ja normalerweise nicht so wenn gut ich da zusammen. Bin, ist er gerade untergegangen. Nicht immer, manchmal verdeckst du auch. Ne? Das ist dann übrigens Boris da drüben, das ist die Sonne. Er hat auch ein kleines Wahrnehmungsproblem. Und ich schicke euch jetzt das Bild zu, das man auch sieht. Moment, das hier. Und jetzt möchte ich gerne von jedem von euch, weil... Dieses Powerpuff-Girl ist Valeria. Ernsthaft? Oh ja. Mein Gott. Valeria kennt sich mit der Matrix ungefähr so gut aus wie Jojo halb. Das ist gar nicht verstörend. Powerpuff-Girl ist verstörend? Wieso? Ich habe gerade sämtlichen Respekt vor diesem NSC verloren. Oh, nein. Ja, ich muss auch ehrlich gestehen, wenn das komische Ding den Mund aufmacht und es entpuppt sich als Valeria, würde auch von Mahinas Seite einiges an Ehrfurcht und Respekt flöten gehen, definitiv. Natürlich. Nee, aber das stimmt eigentlich, weil sie bei Billy ja auch ziemlich viel Kacke mitmacht und da auf jeden Fall sowas auch mal bringen kann. Genau. Du hast recht. Ja, okay. Aber Boris, muss ich dir da sagen, Boris hatte erst sein Sonnen-Icon, hat sich aber dann dafür entschieden, dass... sein tatsächliches Aussehen ein bisschen aufpoliert, sodass er ein bisschen zu glänzen scheint und zu glitzern, dass das eigentlich noch viel geiler ist. Deswegen wird er das dann auch gewechselt haben. Er hat da auch einen teureren Filter drüber gelegt, der tatsächlich noch all seine Schokoladenseiten noch mehr betont, aber ja. Er hat sich dann, die Sonne hat er wieder abgelegt, weil das einfach nicht cool genug war für ihn. Ja, musste auch Boris, dann musste er auch etwas auftrumpfen, ne? Natürlich, er hat auch, also ich meine, Powerpuff Girl und Mann im Mond waren relativ Standard. Er hat nach dir halt schon das beste Icon und ihm schmecken deine salzigen Drinks ausgezeichnet. Und Felix ist auch da und der kommt, warte mal, ich muss mir jetzt doch, warum nicht? Warte, ich suche gerade noch was für Felix raus. Ah, shit, es tut mir leid. Wird etwas da. Lass dir Zeit. Doch. Wie wär's mit einem Messer, so als depressiver Himmel? Nein, viel besser. Das hier. Das müssen wir zwar nicht auf die WordPress-Seite alles laden, aber das ist halt... Ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll. Übelst Geilon. Das ist die Beschreibung. Es ist ein blaues Hündchen. Tier. Hündchen vermutlich extrem kantig im Comic-Style stilisiert, das einen Reißverschluss auf der Brust hat, also offenbar vielleicht auch ein Plüschtier mit einem lilanen T-Shirt mit einem Totenkopf drauf, irgendwelchen Vampirzähnen, wobei die Zunge ziemlich dämlich rausguckt aus seinem Maul und die Augen in zwei verschiedene Richtungen gucken, rote Haare und Hörner. Es hat also Ohren, das sind Ohren, das sind keine Hörner. Sollte man vielleicht nochmal kurz sagen, dass der Kopf ungefähr viermal so groß ist wie der Rest des Körpers. Ja, und es erinnert so ein bisschen an Bart Simpson. Ein bisschen vom Entfernt. Square. Von es passt Augen. Auf jeden Fall perfekt in die ägyptische Umgebung, wie alles andere auch. Ja, natürlich. Jeder hat absolut sich auf die Ägypten-Stilisierung eingestellt. Aber wir haben ja noch Jojo. Das heißt, die kann jetzt alles rausreißen. Na, die wenn kommt doch als Kreiselflummi, hat sie gesagt. Ah, stimmt. Entschuldigung, vergessen. Tut mir leid. Als Kreiselflummi, als Betagor, oder wie heißen die? Battlegor, oder... Was für ein Ding? Ach, vergiss es, nix.
Kriegsgedärm? Was? Nee. Battle Gore? Komm schon. Nee, wie heißen denn diese komischen Kreisel? Die laufen doch jetzt auch im... Laufen die nicht im deutschen Fernsehen mit den Kids, die irgendwelche Kreisel haben, die eigenes Bewusstsein haben und dann... Alter, so jung bin ich auch nicht mehr und das war gesagt Flummi. Also, ne? Moment. Witzig. Hä? Springender Ball, der die beiden Hälften entgegengesetzt dreht. Kein komischer Kreisel aus irgendwelchen Serien, die bestimmt okay. Gar nicht so cool sind. Ja. Genau. So kommt ihr da an. Ja. Boing. Hallo! Schön, dass ihr der Aufforderung der Queen gefolgt seid. Ich leide ja immer noch so arg. Wie geht's euch denn? Gut. Gut. Ja. Also der Mond nickt quasi. Wie nickt denn ein Mond? Ein zweidimensional runder Mond? Ja, es ist ja eine Mondsichel und sie bewegt sich so vor und ab und du hörst ein gewispertes, es geht. Was habt ihr denn die ganze Zeit ohne mich getrieben? Was habe ich denn verpasst? Ich baue gerade Streitwagen mit Guso. Streitwagen? Ja. Für was denn Streitwagen mit Guso? Das ist doch wieder was Ausgeflipptes, oder? Gusos Projekte halt. Ja, deswegen sage ich ja, das muss doch wieder was Tolles sein. Darf sie das eigentlich erzählen? Hat Guso ihr gesagt, sie soll es erstmal zurückhalten oder darf sie es erzählen? Es wird nicht groß angekündigt, aber er hat wohl auch schon ein, zwei Leute einspannen müssen und das ihnen deswegen erzählt. Also es soll schon Überraschung für die Mehrheit sein, aber Freunde, was ist easy. Na, es wird ein Streitwagenrennen geben. Und das ist der komplette Umfang? Das hört sich nicht genug für Guso an. Na, mit Huren und irgendwie so, wie ganz genau er das, also wie er das ganz genau geplant hat, weiß ich noch nicht, aber. Mit Huren? Die werden den Streitwagen ziehen. Wie reagiert denn Valeria auf das, was gerade gesprochen wird? Wie reagiert das Powerpuff Girl? Lacht doch hoffentlich, oder? Ich glaube, das Powerpuff Girl hat so eine eingebaute, dass es öfter mal lacht, auch wenn das gar nicht die normale emotionale Übertragung ist. Sie scheint keine besondere Reaktion darauf zu zeigen. Offenbar, also sie wüsste vermutlich, wenn es ihre Huren sind. Ja, das ist klar. Und ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass sie die zur Verfügung stellen wird, aber die Idee, dass sie die Idee vielleicht gut findet und so viel sagt wie, hey, da würde ich aber gerne dabei sein, wenn das Ding... Da bisher ist es halt noch wenig konkret, deswegen schweigt sie noch. Ach so. Na, dann zieht Billy natürlich mehr Informationen jetzt mal auf. Was geht denn da jetzt ab? Erzähl mal, was hat denn der, ist da eine Timeline schon angesetzt worden? Du, er hat mir doch selber noch nicht viel gesagt. Ich weiß nicht genau wann, ich weiß nicht genau wo, ich weiß nur, dass er mich gebeten hat, ihm zu helfen, die Wagen zu bauen. Und dem letztes Mal hatte er dir gesagt, in der Mall oben in Sokol, glaube ich, und innerhalb dieses Monats noch. Ja, weil er in den Knast gehen muss, hat er gesagt. Das genau. Okay. Wahrscheinlich wegen Burger essen oder sowas, aber das, wie auch immer. Aber so, in der Mall halt. Und du bist da auch? Weiß ich noch nicht. Gehen wir da alle wahrscheinlich hin? Wahrscheinlich. Weiß doch nicht, ob du da hin willst. Ah ja, wenn da lustig Party ist, dann gehen wir doch da hin, oder? Ich weiß nicht, ob da so lustig Party ist. Wieso? Na, weil er seinen Knastbesuch schon in die ganze Terminplanung mit eingerechnet hat. Ja, dann ist das bevor Knast und dann nochmal nach Knastparty, oder nicht? Keine Ahnung. Wenn du willst, sage ich dir Bescheid, wann genau. Ah ja, das wäre doch toll. Wenn du dir das dann körperlich wieder zutraust. Ach, ich kann mich doch da an den Rand mit dem Rollstuhl setzen. Ach nee, den Rollstuhl muss ich auch nochmal zurückbringen, jetzt die Tage zu Olga. Also ich kann ja wieder laufen mittlerweile, also das ist ja kein Problem. Dann ist ja gut. Und da setzen wir uns irgendwo schön hin als nicht beteiligte Zuschauer und lachen uns schön einen Flash und laden das dann auch noch gleich dann in die Matrix hoch, wenn es durchgelaufen ist, oder? Da kriegen wir bestimmt viele Klicks. Na, das wirst du ja dann am besten übernehmen. Ich hab da nicht so die... Dingens für. Foxy, das ist jetzt Valeria. Nein, warte mal, sie hat aber ein Powerpuff-Girl-Ding. Oh, Foxy! Alter, du wolltest es jetzt, ertrag es auch. Ich möchte gerne in diesen Avatar reinschlagen. Oh, ernsthaft jetzt? Nein. Ich glaube, das war ein Spieler-Kommentar. Ja.
Ich fühle mich geschlagen. Girls sind voll gut, Mann. Natürlich. Wir von den White Russians haben nichts gegen Powerpuffs. Foxy! Ja? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn dann die Sicherheitskräfte kommen und das Rennen sehr, naja, sagen wir mal, schnell und mit Gewalt beenden. Ob du da in der Nähe sein willst, weiß ich ja nicht. Ja, wir müssen ja nicht direkt an Start und Ziel sitzen, oder? Wenn wir da ganz unbeteiligt in irgendeinem Stuffer oder in irgendeinem Subjeda sitzen. Das klingt wiederum... Oh Gott, darf ich wieder damit aufhören, bitte? Ja, bitte. Ihr könnt es euch jetzt auch vorstellen. Das ist das besser, sonst schlägt Jojo sie wirklich irgendwann. Ach so, das Avatar wird aber nicht aufhören, aber du kannst das filtern mit deinem Comlink. Ja, das ist gut. Mhm. Vor allem sagt der Flumi. Das klingt wiederum einigermaßen sinnvoll, sich da ein bisschen weiter wegzuhalten, weil ich glaube nicht, dass sie da zimperlich sind, wenn da welche mit irgendwelchen Streitwägen durch eine Mall fahren mit vielen Leuten. Verständlich, das war auch und eigentlich... Und Q-Tipps. Oh. Ja, das hört sich aber trotzdem nach einer Menge Spaß an. Ich bin froh, wenn ich hier mal wieder rauskomme, Kinders. Könnt ihr euch doch vorstellen, oder? Klar. Und Marina nehmen wir ja logischerweise da auch gleich noch mit hin, oder? Marina, bist du dabei? Wir wollten ja eh noch feiern gehen. Das können wir dann gleich noch anknüpfen anschließend. Klar. Und, siehste? Weißt du, wen ich angerufen habe? Verdammt, ich hätte Vicky Bescheid sagen sollen. Ah, die holen wir da auch dazu. Vicky ist doch eh mehr für Real-Life-Sachen, oder? Jojo? Sicher? Nee, mag's nicht. Doch, klar, ruf sie an. Dann, also jetzt noch nicht, aber dann halt. Also dann machst du den Termin klar? Ja. Entschuldigung. Nee, macht man noch. Nee, ich wollte nur sagen, dann machst du den Termin klar und dann holen wir noch Leute ran, dann setzen wir uns in den Staffer-Check. Oder besser in Subjeda eigentlich. Und dann gucken wir uns die ganze Sache ganz gediegen an. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht sogar noch die Feeds uns irgendwie klar mache von den Kameras. Das könnte ich noch schauen, ob wir das hinkriegen. Im Einkaufszentrum? Oh ja. Okay, wenn du das kannst. Das wir müssen erstmal gucken, ob wir da überhaupt reinkommen. Na, dann schauen wir doch mal einen Moment. Ich gucke mir das hier eben mal kurz hier an. Und im AR ploppt auch die Map jetzt gerade vor uns allen auf. Bam! Deine ganze schöne Pyramide ist übersät mit Spam. Ja, das hält ja nur kurz an. Weil das hält kurz an, aber es ist auf jeden Fall überwältigend. Sorry, Leute. Das Waschmittel der Waage weiß. Kriegen Sie Cola Light. Mahina. Essen Sie Zucker. Mahina hat plötzlich unglaublichen Bock auf so einen richtig leckeren Stuffer-Burger. Dem Mond knurrt der Magen. Hunger? An Essen habe ich nicht gedacht. Ich wollte noch aus dem einen Laden die kleinen salzigen Penisse kopieren, aber da hatte ich dann keine Zeit mehr für die Pyramide. Hat so viel Zeit gekostet, die zu kompilieren. Sorry. Boris? Foxy, du bist so schwanzfixiert manchmal. Unglaublich. Aber sag mal. Du bist ganz schön schwanzfixiert. Ja. Das finde ich nicht schlimm, aber es fällt einem doch immer mal wieder auf. Das ist, ich meine, muss denn wirklich alles irgendwie Penisse aussehen? So besonders sind ja nun auch nicht. Können auch Brüste oder Vaginas sein. Ich hatte Jojo nach ihrem Marshmallow-Gerät gefragt, aber das letzte Mal wusste sie nicht, ob die da Penisse drin sind. Aber Brüste? Jojo, hatten die Brüste? Das Ding hat bestimmt auch Penisse, wenn du das willst. Ja, du hast kannst aber da alles reinladen. Ich wusste, das ist nur auf Random geschaltet, deswegen weiß ich nicht genau, wann das kommt. Ich weiß, dass es da ist. Dann, wenn das Penis kommt, finde ich klasse. Nein, die Form halt. Na, ich weiß doch, Mensch. Lustig ist es trotzdem gerade, wie du es ausgedrückt hast. Sag mal, ist das der Guso aus den Nachrichten mit dem Hungerstreik? Ich deute mit meinem Zeigefinger einfach nur auf Jojo. Ja. Ach so. Der macht öfter so einen Kram? Ja. Ich glaube, der macht nur so Kram. Wie kommt denn der auf solche Ideen? Ich meine, man hat schon manchmal komische Ideen, wenn der die Nacht lang war und was auf dem Tisch war und dann ist es plötzlich in der Nase, das kann passieren. Aber auf so eine krasse Idee bin ich noch nicht gekommen. Ist das Boris gerade, der spricht? Ja. Ah ja. Keine Ahnung, auf dem Klo wahrscheinlich, weiß ich nicht.
Klo aber kommen, Kacken kommen manchmal... Vielleicht ist ihm die Idee gekommen, als er auf dem Klo getrauert hat, darum, dass er den Sieg bei den Pornotiteln nicht geholt hat. Hä? Spiel mit dem Glied, du Idiot. Nein, wie war denn das gleich wieder? Der Porno, der verfilmt wird, Jojo, sag nochmal. Du hattest doch... Dein Film, der verfilmt wird, der Name für den Film war... Spiel mir am Glied, du Idiot. Ah, genau. Ach, so eine schwanzfixierte, okay, Pornotitel. Wie gewinnt man bei Pornotiteln? Pass auf. Es ist ganz einfach. Du hast eine gewisse Zeit, dir auszudenken, welche unheimlich witzigen Pornotitel es doch geben sollte, die es noch nicht geben darf. Und dann trägt jeder der Kontrahenten einer dieser Titel vor und dann entscheidet eine Jury. Das ist übrigens auch ein Spiel von Guso. Und dann hat man so gute Ideen wie Jojo und dann gewinnt man so ein Spiel. Das klingt prinzipiell nach einer richtig coolen Sache, aber ich glaube, wenn man sich sowas ausdenkt, klingt das für einen viel epischer und witziger, als wenn man es dann vorträgt. Tja. Ach, das ging, wir haben schon ganz schön gelacht. Ja. Ja, echt? Aus Höflichkeit oder war wirklich witzig? Ich meine, kommt schon, könnt mir ehrlich sein. Spiel mit dem Glied, du Idiot, klingt doch super. Das stimmt schon. Also wenn ich in die Richtung mich orientiert hätte und so eine gute Idee gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, Spiel mit dem Glied vom Tod. Aber... Das ist aber jetzt mal eine sehr philosophische Frage. Hat denn der Tod ein Glied? Ich meine, der besteht doch aus Knochen und ich glaube nicht, dass der Mensch einen Penisknochen hat. Nee, das nicht, aber die, weiß nicht, der Tod hat doch alles. Er hat ein echtes Pferd, er hat bestimmt auch ein Glied. Richtig. Zu Hause, schön in der Schublade, weil es mal abgefallen ist. Ich glaube, der Tod hatte Syphilis. Ja, Walli und Boris, kommt ihr da auch hin? Macht ihr da mehr? Ich weiß nicht. Ich werde mal sehen, aber ich glaube nicht, dass das was für uns ist, oder? Walli, was sagst du? Hier bitte äußerst groteskes Kichern einsetzen, was mindestens 10 Sekunden andauert. Naja. Nee, ich glaube nicht. Ich habe einen Ruf zu verlieren, das geht nicht. Es klingt irgendwie bizarr und ein bisschen witzig, aber ich gucke mir das dann vielleicht in den Nachrichten an, inklusive der Knüppelei, die es dann gibt. Ja, wir können euch auch ein Live-Feed vielleicht schicken. Sie. Ja, Live klingt nicht ganz dumm. Und ich habe gehört, Mahina, du kennst Foxy schon länger. Ja. Könnte man so sagen. Du bist also auch eins von der wortreichen Sorte, alles klar. Aber, also ich habe immer das Gefühl, wenn Billy einen sehr lange kennt, dann ist er dann auch nicht mehr los und dann, weiß nicht, steht die dauernd auf der Matte, was ja auch nicht immer unangenehm ist, aber warum, sie hat ja eigentlich nie von dir gesprochen, so die letzten Jahre, die ich sie so kenne. Was ist denn da los? Sagen wir, ich war unterwegs. Ich weiß nicht, wie gut du Billy kennst oder ihre Geschichte. Alles klar, boah, große Geheimniskrämerei, stehe ich ein bisschen drauf, ich mag das. Dann musst du sicherlich auch jetzt ein großes Geheimnis draus machen, das wollte ich euch gerne noch fragen, wie das mit den Personas ist, warum ihr die gewählt hat. Und die habe ich schon gesagt, Schatz, no go, geht nicht. Das Powerpuff Girl pufft, also zerpufft in viele regenbogenfarbene Rauchwölkchen und zieht, wenn man Rauchwölkchen deuten könnte, beleidigt ab und unterhält sich jetzt mit Felix. Der Mond wiegt sich hin und her und es kommt ein leises, es ist, was es ist, und es hat gefunden. Hey, ich hab gesagt, ich stehe auf Geheimniskrämerei, nicht auf irgendwelche komischen Rätselsätze. Das geht wiederum nicht. Der Mond und ich sind verbunden, so wie dieser Mann und der Mond in diesem Avatar. Heißt das, dass dein Blutdruck bei Vollmond ansteigt und dann wieder abebbt, oder was? Nein, so würde ich es nicht bezeichnen. Ich würde eher sagen, ich bin in der Lage, Verbindungen zum Mond aufzunehmen, ihn zu deuten und Macht aus ihm zu ziehen. Das klingt schon ziemlich öko und eso, also öso. War das jetzt eine Beleidigung? Nein, das war eine Feststellung. Dann bin ich ja beruhigt. Es liegt mir fern, auf Billys Party irgendwelche Gäste zu beleidigen, gerade welche, die sie länger kennt. Okay. Wie bist du denn auf die Esoterik-Schiene gekommen? Ich bin nicht auf der Esoterik-Schiene. Ich bin mit dem Mond verbunden, und zwar seit ich hier bin. Okay, wie hast,
Wie hast du denn die Verbindung mit dem Mond herstellen können? Wie kannst du Sauerstoff verwerten, um daraus lebensnotwendige Stoffe zu ziehen? Mahina zog die Schultern. Ich weiß nicht. Es war schon immer da. Naja, Moment. Bei der Geburt irgendwie geht irgendwelches Wasser aus den Lungen irgendwie weg und dann kann man atmen. Das heißt, da gab es also irgend so ein krasses Event und seitdem kann ich atmen. Und das heißt, bei dir muss es ja eigentlich auch so ein krasses Event gegeben haben, seitdem du dann irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Mond verbandelt bist. Ich denke, dass diese Verbindung auch mit der Geburt stattgefunden hat. Das heißt, Zeit deines Lebens bekommst du dichten Haarwuchs, wenn es Vollmond wird. Nein, ich bin kein Werwolf. Das ist mir schon klar, denn sowas gibt's ja auch nicht. Ich wollte nur irgendeine Umschreibung, weil du ja die mysteriöse Verbindung mit dem Mond jetzt nicht irgendwie nie erkennzeichnest. Das heißt, ne? Okay, ich weiß, ich bin gerade in der Matrix. Dennoch würde ich mal gucken, ob ich irgendwelche Informationen über ihn ziehen kann. Er hatte doch gleich, war er das blaue Emo, ja, ne? Nee, er war nicht das blaue Emo, er war seine richtige Gestalt, bloß ein bisschen ausgefiltert. Ja, richtig. Und Billy hatte ja vorher erzählt, dass er die Sonne war, ne? Naja, das war ja auch erst. Du hast es sogar noch gesehen, wie er erst die Sonne war und sich dann umgestaltet hat. Du kannst aber von den Gesichtsausdrücken und sowas aus der Matrix gar nichts ziehen, weil sein Comlink ist gut und das, was er gemacht hat, ist schon halt, der Filter ist ein bisschen hochwertiger. Aber die Übertragungsgeschwindigkeit ist nicht so hyper und die Emotionen zu übersetzen auf seine richtige Mimik ist in der Matrix so gut wie nicht möglich. Ja, der Mond wiegt sich so ein bisschen hin und her und mustert ihn. Ich meine, wir bewegen uns in einer vollkommen virtuellen Welt, in der alles irgendwie eigentlich Einsen und Nullen besteht, aber ich würde zumindest sagen, dass du die Rolle der dir zugedachten Sonne nicht glücklich warst, sondern eher ein sehr ausgeprägtes Selbstbild hast, das ein kleines bisschen übersteigert vielleicht ist. Ah, jetzt sagt sie mir ausweichend, dass ich arrogant bin. Schätzen, das weiß ich. Und mit Recht. Aber nur ein bisschen. Also auf eine sympathische Art. Ja, auf eine sympathische Art. Aber warum weißt du mir eigentlich die ganze Zeit so krass aus? Ich dachte, das ist eine Party. Ja, du beantwortest deine Frage schon selber, wenn es eine Party ist. Warum möchtest du es dann zu einem Verhör machen? Oh, wow. Er nimmt jetzt die Hände abwehrend nach oben. Das wollte ich auf keinen Fall. Ich dachte, ich komme ein bisschen diesem Mondverbindungsding, weil es ist total abgefreakt klang, komme ich ein bisschen näher, wenn ich einfach nachfrage. Aber es ist halt abgeblockt, easy. Und für mich hört sich's halt echt ziemlich öso an. Deswegen habe ich mal, ich kam damit noch nicht so wirklich in Berührung mit so einem Kram und wollte halt mal gucken, wie das dann so ist, wie sich die Leute fühlen. Aber das ist anscheinend ganz, ganz schwierig zu erklären. Jeder hat seine eigene Realität. Ah, jetzt klingt's nach jemandem, mit dem sich die Foxy sehr gut versteht. Alles klar, jetzt habe ich das begriffen. Der Mond schaukelt ein bisschen vor sich hin. Okay. So, Felix habe ich gefragt. So, du da, Ball. Wie heißt du eigentlich nochmal? Jojo? Hättest aber auch als Jojo kommen können, oder? Nee. Gab's nicht als Avatar. Ach so, das ist kacke. Ja, Downloads. Da muss man erstmal das Richtige finden. Na gut. Aber warum dann dieses, boah, und du musst auf jeden Fall mal aufhören, wenn ich mit dir rede, an die Wände zu springen. Das irritiert total. Und? Also, was genau willst du jetzt wissen, wie ich zu diesem Avatar gekommen bin? Na, das ist wie so eine Kostümparty. Da fragt man die Leute mal, oder dass sie irgendwie eigentlich total komisch reagieren, warum sie jetzt das genommen haben, weißt du? Weil es bunt ist, weil es grell ist, weil es gegen Wände springt und weil es kein Jojo gab. Du bist also auch ein bisschen ausgeflippt. Geht so. Warst du eigentlich schon mal bei mir im Club? Nein. Warum nicht?
Weil er am anderen Ende der Stadt liegt und in einem Gebiet, wo ich persönlich nicht so gut hinkomme. Ach so, ach so, ach so. Ja, aber ich muss dir sagen, es lohnt sich. Da du selbst schon gesagt hast, dass du mit einer gewissen Arroganz zu tun hast, war es mir eigentlich klar, dass du das sagst und weil das jeder von seinem Club behauptet. Aber bei mir stimmt's, die Besucherzahlen sprechen Das dafür. sagt auch jeder. Ja, mit dem, das ist ein ziemliches Totschlagargument auf beiden Seiten. Na, wie mache ich das denn jetzt? Ey, pass auf, Billy ist begeistert. Ja. Wie? Du kannst auf gar keinen Fall irgendwie die Meinung deiner Gastgeberin ja jetzt irgendwie beschmutzen, oder? Mache ich das? Nö, noch nicht. Siehst du? Oh, ihr wisst schon, dass mit euch irgendwie zu reden super anstrengend ist, oder? Yep. Ach, Ich gut, glaube, das das ist beruht gut. auf Gegenseitigkeit. Ja, das Dachte ich Eigentlich mir. ist es nicht besonders anstrengend zu reden. Es kommt drauf an, worüber. Aber um ehrlich zu sein, dieser Avatar war ein Schnellschuss. Ich habe ein bisschen gesucht. Ich hatte keinen Bock, ewig zu suchen. Ich habe das Ding irgendwann gefunden und dachte, yo, ehe du dich jetzt noch 2 Stunden in der Matrix rumtreibst, nimmst du das. Nicht sehr ladylike. Bunt und nicht Da sehr bin ladylike. ich auch die Falsche für. Du solltest echt mal vorbeikommen. Ich glaube, das könnte was für dich sein. Wenn Billy auf den Club steht, ist er bestimmt sehr ladylike. Bin ich nicht. Nicht nur, nicht nur. Also ich meine, der Hauptgästebereich ist halt schon ziemlich ladylike und ein bisschen Mainstream zum Teil. Das ist nicht schlecht, aber es ist halt ein bisschen Mainstream da. Ja, das braucht man halt, um einfach dann auch das Geld und die Zeit zu haben, um sich im hinteren Bereich mit den ausgewählten Leuten, die man sich halt da zusammenfindet im VIP-Bereich, da ein bisschen auszutoben. Und da ist es auch nochmal ein bisschen anders. Da ist ein bisschen ausgeflippter. Ich hatte vor einer Woche so ein bisschen die Cyber-Fetisch-Szene drin. Das war schon auch mal ein bisschen cool. Das hat ein bisschen frischen Wind reingebracht. VIP-Bereich? Ja, VIP-Bereich ist der Bereich mit den Leuten, die mir auffallen im Club und die ich dann einlade, noch ein bisschen mit ein paar anderen Party zu machen, wo ich glaube, die könnten da hinpassen. Das ist halt nicht irgendwie mit super viel Geld oder so einem Scheiß, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, so wirkst du auch nicht. Ich habe nur den Sinn eines VIP-Bereichs noch nicht verstanden, aber okay. Ja, die Leute müssen sich doch wichtig fühlen können. Du musst den Leuten doch geben, was sie brauchen. Und ich meine, das brauchen sie auf jeden Fall. Was, dass sie sich wichtig fühlen? Warum? Naja, wenn du in den Club gehst, dann haben doch die meisten das Gefühl irgendwann, dass es so viele Leute sind, dass man so ein kleines Licht ist und sie wollen sich ja amüsieren. Deswegen, klar, muss ihnen ein Können bisschen sie was doch geben. irgendwo. Ja, aber manche wollen halt noch ein bisschen sich in einem abgeschlossenen Bereich befinden, der noch was anderes ist und was Besonderes ist. Halte ich nicht viel von. Was? Echt nicht? Nee. Shit, du solltest echt vorbeikommen. Du solltest, oder ihr beide solltet doch auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ich glaub wirklich, ja. Also ich hätte da zumindest extrem Bock drauf. Und was ihr wollt, ist mir eigentlich sowieso egal. Nein, nein, aber ich werde mal mit Foxy reden. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ich weiß, anderes Ende der Stadt und ich weiß nicht so einfach hinzukommen, aber ich glaube, das könnte was werden mit uns. Na dann, red mal mit ihr und dann gucken wir mal. Das werde ich auch gleich tun. Ich meine, ist auch sonst unhöflich, wenn sie die ganze Zeit da hinten rumströmert und sich um Getränke kümmert. Ich dachte, das geht irgendwie automatisch, weil Matrix, das sollte ich irgendwann mal fragen. Aber gut, irgendwann, wenn ihr kommt, ich werde auf jeden Fall mal rumkommen und Du ich hast jetzt werde. gerade komisch gezwinkert und mit dem Finger auf uns gezeigt, oder? Ja, das müsste. Ah, der Leck. Ja, jetzt macht er auch die Handbewegung mit dem Finger und ja, er zwinkert. Alles klar. Gefällt dir nicht, dachte ich mir. Auf jeden Fall, wenn ihr vorbeikommt, ich zeig euch mal den VIP-Bereich und ich glaube, du könntest dann auch vielleicht sogar eine andere Meinung haben. Das ist mir eigentlich auch vollkommen egal. Du wirst es sehen müssen. Es ist dir nicht egal. Touché.
Es ist mir nicht ganz egal, es ist mein Club, es ist mein Leben, es ist mein Herz, es ist mein. Dein Stolz? Es sind meine Eier. Du packst mich bei den Eiern jetzt. Und das ist nicht die angenehme Art. Na dann sollte ich mich zurückhalten, nicht weiter zuzudrücken, ha? Ich habe Eier aus Stahl, geht so. Aber ich habe großes Vertrauen in meinen Club. Und deswegen kann ich da ganz unbeschadet von ausgehen, dass du deine Meinung nochmal ändern wirst. Und wir werden uns irgendwann nochmal über das Mondding unterhalten. Vielleicht heute Abend, vielleicht auch nicht. Ich werde jetzt erstmal zu Foxy gehen müssen, denn die ist immer noch da hinten alleine rumstehend und das geht nicht. Die Damen. Oh, ich gehe davon aus, irgendwie das Stimmmodul hat mir eine eher weibliche Stimme angezeigt und irgendwie Jojo nennt sich bestimmt kein Kerl. Ein Johannes wäre möglich. Wäre möglich, aber wie gesagt, Stimme klingt eher weiblich. Ja. Wolltest du nicht zu Billy? Ich wollte noch sicher gehen, dass die Damen angemessen war. Also, die Damen. Jetzt gehe ich ja schon. Er verzieht sich ja noch. Wenn er außer Hörweite ist, wendet sich der Mond nochmal gedreht so ein Stück zu dem Ball. Komischer Kerl, oder? Geht so. Neugierig. Aber da Billy eingeladen hat, kein Wunder, irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass er. Keine Ahnung. Er ist wahrscheinlich einfach nur neugierig. Ich lass dich dann alleine. Der Ball schwebt, der Mond schwebt zum Stück weg. Oh Gott, das war furchtbar, oder? Kennst du die Partys, wo irgendwie man sich so zwanghaft unterhält und Smalltalk machen muss? Und ich liebe auch privat, persönlich Smalltalk ungemein und kann das auch im Spiel unheimlich gut rüberbringen. Es war eine Wonne. Also die Mädchen waren ja in Partystimmung und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Das, boah, ne, das war leider am Ende nicht mehr da, die letzten 10, 12 Minuten oder sowas, musste dringend weg und ich musste halt dann noch mit Lexi und Flumi noch ein bisschen weiterspielen, weil es halt da nicht gepasst hätte, einen Schnitt zu machen. Und das war echt ein Krampf, es ging einfach nicht, es war ganz furchtbar. Im Normalfall schneiden wir ja auch so ein paar Sprechpausen weg, weil es einfach klingt irgendwann komisch, wenn man lange Pausen hat, die aber nur mal die Spieler zum Teil brauchen, um sich zu überlegen, was sie sagen oder was die Charaktere machen wollen. Die habe ich heute drin gelassen, einfach damit man diesen Schmerz nachempfinden kann, den es bringt, sich auf so einer Party irgendwie unterhalten zu müssen, wo alle richtig, richtig keinen Bock haben. Also ihr durftet mit uns leiden. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ihr euch da reinfühlen könnt. Und ich muss mich entschuldigen, da Düst dann weg musste, mussten wir, da ich so große Lecks hatte, Flumi das File aufnehmen lassen. Nein, die Datei aufnehmen lassen. Nicht so viele Anglizismen. Die Datei aufnehmen lassen. Und da war halt nichts voreingestellt. Das heißt, wir haben immer noch das TS-Pling mit drin. Leider ab und zu, so wenig es ging, aber halt doch ab und zu. Und Flumi war viel lauter als Lexi und ich. Das heißt, ich musste dann nach jedem Satz von ihr einen Schnitt machen und dann zwei Tonspuren und Lexi und mich lauter drehen. Und ich hoffe, das passt jetzt einigermaßen. Wenn man gleichzeitig gesprochen hat, war es natürlich der Tod. Das ging nicht. Und ja, also Plack krieg ich da, wie gesagt, wie letztes Mal auch. Da bleibt mir nur noch zu sagen, hört euch doch einfach mal ein bisschen was an von Plüschgranate und von Hidden Grid und lest mal ein bisschen Snowcat, denn viel Shadowrun, viel gut, das ist doch eine ganz einfache Sache. Außerdem Musik, wie immer, Ivan Ivanovic und die Kremlkrauts, deutsches Essen in Russland, super Band. Und Creative Commons License, nö, mach ich nicht.
Lies doch selber. Hier, Wikipedia. Kannst du mal was, ruhig was tun, nicht nur wir. Bis zum nächsten Mal. Da wird's auch besser. Auf jeden Fall, glaubt mir, es wird besser.